herzliches Willkommen und Servus miteinander. Willkommen an alle Zuschauer und natürlich auch Zuschauerinnen auf meinem Kanal. Ja, einen wunderschönen Abend wünsche ich. Oder Freitagnachmittag oder wann ihr immer das seht. Bei mir ist jetzt Mittwochabend. Ja, ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Ich fülle mein Heu und Stroh im Stall auf. Zumindest ein bisschen, sage ich einmal. Nicht übermäßig viel, halt ein paar Ballen auf. Ich habe heute wieder mal Futterkult gehabt. Muss ich da noch aussortieren. Deswegen bleibt mir heute wenig Zeit. Morgen haben wir von der Arbeit aus dann noch Teambesprechung um 16 Uhr. Ja, dann wird es da auch ein bisschen später. Von daher, da bleibt auch nicht so viel Zeit. Und da haben wir gedacht, naja, dann mache ich das vielleicht gleich einmal. Bietet sich gerade an. Einfach ein paar Ballen habe ich durch die Klappe oben runtergeschmissen. Sieht man natürlich, einer ist aufgegangen. Das übliche halt, ne? Ja, tue ich jetzt ein bisschen was auf. Die Viecher habe ich soweit versorgt. Bei den Schweinen war ich schon, bei den Hühnern war ich schon. Und ja, die Pferde und der Esel haben auch was gekriegt. Habe ich gerade gemacht. Ich tue jetzt nur schnell die zwei Ballen auf. Tue den einen Stoll. Und dann, ja, geht's als Futter sortieren. Und dann ist Feierabend. Im letzten Video habe ich ja gemulcht gehabt. Da war ich mit dem IHC unterwegs und da habe ich am Ende vom Video gesagt, also eventuell mache ich es abends noch und räume den Mulcher auf oder nächsten Tag. Nee, natürlich nicht. Hat nicht geklappt. Ganz einfach aus dem Grund, ich habe ja Mist auf die Wiesen gestreut gehabt und habe das gemulcht und Mist ist ja recht aggressiv. Geht der Mulcher erst gewaschen. Und der Vater hat auch noch gesagt, naja, du bist der Letzte gewesen in den Jahren, der noch gehabt hat. Das ist der Mulcher von der Jagdgenossenschaft. Und dann hat er gesagt, dann mussten wir sauber machen und gleich gründlich abfetten. Ja, naja, machen wir halt dann. Deswegen steht der IHC jetzt immer noch da oben. Aber das tut dem nichts zur Sache. Das ist ja nicht schlimm. Passiert im Bulldogger, das will ich ja auch nichts. Und das mache ich halt dann am Freitag. Freitag habe ich ja unter anderem einen Termin. Da wird ja die Hanna um 2 kult. Und ja. Dann fangen wir weiter. Gut, jetzt machen wir mal Heu und Stroh. Und ja, für die, die das im letzten Video vielleicht nicht mitgekriegt haben, ja, die Hanna geht. Das eine Pferd, weil ich keine Zeit dafür habe, habe ich ja gesagt. Also schaut euch das letzte Video nochmal an, da habe ich das ziemlich am Anfang irgendwann mit gesagt. Ist einfach so. Mir fehlt die Zeit für die Ausbildung. Mir fehlt die Zeit, mit dem Pferd danach was zu erben oder mich dann vielleicht später, wenn es ausgebildet ist, auf eine Kutschen zu hocken und mit ihr Kutschen zu fahren oder zu reiten. Da habe ich keine Zeit dafür. Ist leider so. Ich habe genug andere Aufgaben. Es hat sich viel im Leben geändert. Vor 3 Jahren oder 3,5 Jahren, wie ich es gekriegt habe, hat alles anders ausgeschaut. Da habe ich noch 6 Stunden gearbeitet und ja, jetzt sind es 9 Stunden. Ich komme mit meiner Arbeit daheim schon trotzdem rum, das ist nicht das Problem, aber mir fehlt dann halt wirklich einfach die Zeit und der Nerv dafür. Zum Beispiel jetzt um die Jahreszeit abends mich da noch hinzustellen und mit ihr irgendwas zu üben oder ja, geht einfach nicht. Der ein oder andere, der hat ja eventuell schon so einen Verdacht, was geplant sein könnte. Ich weiß es noch nicht, ob ich es mache. Also es wäre noch so ein bisschen eine Überlegung. Also die Hanna kommt ja auch unter anderem weg, weil sie sich überhaupt nicht mehr mit den anderen verträgt. Sie ist halt jetzt relativ, ja, sag ich mal, agil und möchte oben. Und die anderen sind halt doch ein wenig gesetzteren Alters. Und ja, der eine oder andere kann sich denken, was ich so vorhabe. Also ich schwärme ja eigentlich schon lange davon, dass ich eventuell irgendwann nochmal gern Kühe hätte, aber normaler Kühe wie Holsteine oder Jersey Rind oder irgend sowas in die Richtung, normales Großrind ist nicht möglich. Es geht nicht. Baulich sind wir da dafür nicht geeignet. Wo ich aber drüber nachgedacht habe, das weiß auch der ein oder andere aus dem Stream, eventuell so im Hinterkopf habe ich das Dexter Rinder. Wäre noch was, was mich reizen tät, da hätte ich Lust drauf. Deswegen wie die Schweine. Die Schweine wollte ich auch, weil ich richtig Lust drauf habe.
Und die machen immer noch riesig Spaß. Gefällt mir immer noch, dann runterzugehen. Und ich meine, so gesehen, ich weiß ja, dass später mal der Anna dann, nein, die Wurst bzw. Schnitzel oder Sülzen oder irgend sowas in die Richtung, was? Bresok. Ist ja alles was Feins. Und ja, ich sehe halt den Nutzfaktor mit, den ich da habe. Anders wie beim Pferd. Gut, ich hätte natürlich eine Ausbildung machen können zum Holzrücken, aber macht man es eigentlich? Man hat einen Bulldog, man hat einen Saalwinden. Nimmt man das Pferd mit, den er wollt. Es besteht ja immer die Gefahr, dass was passiert. Steckst du da nicht drin. Und von daher, ja. Und ja, die Schweine, wie gesagt, haben einen Nutzfaktor bei mir. Die habe ich aus gutem Grund. Auch weil ich sie weiter züchten will, weil es ja doch ein wenig eine seltenere Rasse ist. Wenn ich denn mal noch eine passende Zuchtsau für meinen Ferkel kriege. AB-Linie. Also, falls da jemand was weiß. Mein Eber ist aus der AB-Linie bei den rotbunten Husumer und ich suche jetzt was quasi nicht aus der AB-Linie ist, sondern eventuell eine andere Linie. Dass das so ein bisschen gemischt ist quasi. Also ich müsste mich da auch nochmal genau erkundigen, wie das war. Da bin ich nämlich auch nicht so auf dem Laufenden, muss ich gestehen. Aber man sollte, glaube ich, nicht die gleiche Zuchtlinie nehmen, sondern lieber irgendwas anderes. Ja, also wenn da jemand was weiß, ich suche, wie gesagt, eine Zuchtsau noch für meinen Eber. Und so lang bleiben die natürlich auch zu zweit. Da habe ich gesagt, da kommt keiner weg, weil ist irgendwie doof. Da dust anderen weg und der eine steht dann allein im Stall drin, das will ich auch nicht. Und ich habe gesagt, der hat ja auch noch Zeit. Er ist jetzt knapp über einem Jahr, ne, auch nicht Vierteljahr ist er jetzt. Wenn er noch ein wenig älter wird, habe ich jetzt auch kein Problem damit. Der soll sein Leben genießen und das macht er sichtlich. Der eine oder andere kennt es ja, wenn ich mal da unten bin bei den Schweinchen. Ein richtig verschmuster, der kleine Schmutti. Klar, im Hinterkopf hat man immer, es ist tut einem auch irgendwie leid, wenn man dann drüber nachdenkt, der kommt dann mal rein, die wascht. Aber andererseits, es ist ein Nutztier. Und ja, wie steht es auf der Seite von der Nutztierarche Sonntag vom Thorsten? Ja, ein Nutztier macht halt auch nur dann Sinn, wenn du quasi das Nutztier auch nutzen tust für das, was gedacht ist. Ich meine, du kannst eine Art erhalten, du kannst ein Schwein züchten, ein Schweineras, wie die rotbunten Husumer. Aber du kannst halt nicht bloß züchten und alles behalten, weil es ja ach so goldig und ach so süß ist. Sondern du musst natürlich dann das ein oder andere auch mal schlachten, weil anders funktioniert die Sache halt nun mal nicht. Deswegen sind es Nutztiere und ja, ich weiß, dass es da Leute gibt, die das vielleicht nicht wollen, aber es ist einfach so. Es gehört dazu. Ich möchte ohne Fleisch nicht leben. Das sage ich auch dazu. Ich bin niemanden abgeneigt, der sagt, er ist Veganer oder Vegetarier, wenn sie meinen, gerne. Habe ich kein Problem. Ich will keinem aufzwingen, dass er Fleisch essen muss. Und ich will aber auch im Umkehrschluss nicht, dass mir jemand aufzwingt, ich darf kein Fleisch mehr essen. Ich esse gern ein Fleisch. Und mit meiner Schweinler weiß ich dann wenigstens, wo sie herkommen, wie sie gelebt haben, was sie gefressen haben und dass sie ein gutes Leben gehabt haben. Zumindest aus meiner Sicht haben sie ein gutes Leben gehabt. Die konnten aus, die konnten wühlen, die konnten machen, die konnten toben. Die haben Sommer gesehen, die haben Winter gesehen, die haben Regen gesehen, die haben Matsch gesehen. Also besser kann es eigentlich nicht sein. Und von daher denke ich dann ganz ehrlich, ja, sollte man doch meinen, die hatten dann schon ein gutes Leben. Ich meine, da wie gesagt, da gibt es zwar andere Ansichten, aber ich lasse mir da auch nichts aufzwingen. Kann jeder halten, wie er will. Bin ich, wie gesagt, niemandem böse drum, wenn er anders denkt und sagt, er möchte kein Fleisch essen. Aber ja, ich habe halt auch meine Meinung. Und die sollte auch jeder respektieren. Gut, so viel dazu. Jetzt machen wir den letzten Ball. Einfach schnell mit der Robin. Ja, geht einfach ein wenig schneller. Ich hätte den Radlader raus da können, aber ja, dann fängst du wieder an. Mit dem Lade. Musst ja dann auch in die Schaufel reinpacken. Musst den Arsch drunter schmeißen, weil der langt nicht bis auf. Und die Schaufel ist ein wenig sehr klar, um es einfach reinzuschmeißen.
Das ist ein bisschen ein Nachteil. Na. Husch. Jetzt ist zu. Das ist ein bisschen ein Nachteil. Und jetzt wird es holprig. Von daher, nee, ich muss ihn halten. Jetzt habe ich den Faden verloren. Au weh, wo war ich denn jetzt? Ach so, ja, mit der Robin. Manchmal schlimm, sorry. Also, ich habe es mit der Robin gemacht, weil es einfach ein bisschen schneller geht. Klar, ich könnte den Radlader nehmen, aber ich komme nicht bis rauf. Und dann einzuladen ist auch wieder blöd. Und so schmeiße ich mir ein paar Ballen drauf. Bis zu 5-6 Stück kriege ich auf die Robin da drauf, auf die Grusa-Schubkarren. Fahre es rauf und trage es dann in den Stollen rein. Auch lange muss ich suchen, das tut zwar mal. Von daher ist das wurscht. Ja. Dann machen wir das hier so. Die Ballen von der AB12 immer an zwei Bänder packen. Die Erfahrung habe ich gemacht. Weil an einem, ups, an einem geht es immer ziemlich schnell, dass die dann offen sind. Ja. Und das muss nicht sein. So. Gut. Das schnell da rein. Zack. Emma, was ist? Die Emma meldet sich auch zu Wort. Hat Hunger. Die haben zwar schon eine Ladung gehabt, aber ich tue ihnen gleich den aufgeplatzten Ball noch rein. Dann hatten sie genug. Das passt dann. Gab ja zusätzlich auch noch ein wenig Gemüse heute. Und Obst. Und dann passt es, dann sind die auch glücklich. Gestern habe ich die Wasserkübel alle frisch aufgefüllt. Ja, und so geht es Tag für Tag. Immer wieder was zu tun. Ihr kennt das ja. So, bisschen Wasser haben wir wieder da. Schaut chaotisch aus. Normal mache ich das auch so nicht, aber auf die Schnelle, wie gesagt, die Woche muss auch mal so sein. Jetzt tue ich Ihnen noch das andere Heu rein und dann wird es vorher sortiert. Was ist los? So, vorher sortiert. Es hat ein bisschen was für eine Emma und für die Gasen und Pferde geben. Das da. Ja, die Welt. Naja. Dann 6 Arme für die Schweinchen. Und halt wieder ein wenig Müll, Biomüll. Der nicht so toll ist. Aber ein klein bisschen Ausbeute haben wir. Ja, dann werden sie sich morgen dann wieder richtig freuen. Schauen wir mal. Na gut. Jetzt hat es gerade Zickzack liegen. Das heißt, wir machen jetzt eine Feier, gehen auf zum Abendessen. Hat schon gepasst. Und dann schauen wir mal, was morgen noch passiert. Das seht ihr ja dann hier im Anschluss. So Leute, mittlerweile ist Donnerstag. Und ja, Donnerstagabend, kurz nach 6. Kurz nach 6? Ja, kurz nach 6. Ich habe heute Besprechung auf der Arbeit gehabt. Bisschen später geworden. Ja, heute nicht viel passiert. Die Mutter hat übernommen, die Viecher. Hat sich darum gekümmert, dass die alle versorgt sind. Sprich, ich habe heute keine Arbeit mehr gehabt. Ich wollte eigentlich noch die Wiese zeigen, die ich jetzt gemulcht habe. Wollte ich eigentlich machen, aber naja, schwarze Nacht, ne? Wie immer. Kann ich auch bleiben lassen. Ja, es hat sich jetzt so ergeben. Die Mutter hat heute beim Metzger Wascht eingekauft. Die wascht da mal quasi direkt, oder das Fleisch direkt aus dem Schlachthof Kulmbach. Also regionales Fleisch.
Nee, kein billig zukauft ist, das sind echt auch cool, machen feiner Bratwurst. Man will nicht kennen. Das sind nicht die Standard groben Bratwurst, sondern mit feinem Met in. Noch. Ja, die stammen nicht auch direkt von uns aus. Von einem Metzger aus Kulmbach. Das ist ein Betrieb, der ist direkt neben dem Schlachthof. Da oder andere kennt man vielleicht Nogge. Die beziehen das Fleisch direkt vom Schlachthof Kulmbach, also ist direkt gegenüber. Und da hat sie halt welche mitgebracht und hat beim Bäcker, also bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, bei meinem Ausbildungsbetrieb, soweit ich weiß, auch wieder Bratwurststollen geholt. Ja, und gibt es halt Bratwurststollen mit feiner Kulmbacher Bratwurst, quasi ein paar Bratwurst im ganzen Stollen. So heißt es bei uns. Ja, Bratwurststollen, wer es noch nicht kennt, das sind längliche Brötchen. Ich suche das jetzt extra, dass es länglicher Brötchen sind, weil wenn ich Labla so, das versteht ja auch wieder die Hälfte nicht. Und meistens mit Anis oder mit Kümmel obendrauf bestreut. Auch nicht jedermanns Sache. Und normalerweise ist es so, dass in Kulmbach die Stollen so langsam müssen, dass ein paar Bratwurst drin auch verschwindet. Das heißt, wenn ich jetzt ein paar Bratwurst nehme, schneide mir den Stollen auf die Längs und lege die rein, dann sollten da normalerweise keine Ecken von und hinten ausgucken, sondern die Wurst sollten richtig drin auch verschwinden. So ist eigentlich das Sinn und Zweck. Und so funktioniert das mit der Kulmbacher Bratwurst. Und die isst man standardmäßig normalerweise mit einem mittelscharfen Senf. Ja, ich grill die jetzt gerade. Und ja, dann gibt es Abendessen und dann ist Feierabend. Ich wollte, wie gesagt, eigentlich immer nur da auf die Wiesen, wollte euch die noch zeigen, aber wenn es so dunkel ist, das macht nicht viel Sinn. Ich werde schauen, dass ich das am Wochenende mal zusammenbringe. Eventuell mal mit den Hunden runden laufen oder so, und dann laufen wir unten vorbei und dann kann ich euch das zeigen. Ja, und dann würde ich sagen, dass mir halt nicht so viel passiert. Das ist halt das mal eher kürzere Flocke geworden. Tja, passiert halt jetzt aktuell wieder nicht mehr so viel. Ackerbaulich und grünlandtechnisch sind wir durch. Es war da mal, nein, wollte noch neige, das ist geplant, und ja, weil ich auch gefragt worden bin, die Kräuterschnecken draußen, letztes Jahr hast du doch abgedeckt gehabt, da mit dem Motorsicht draußen von dem Baum, was man gesehen, kann ich leider nicht mehr machen, das hat nämlich mein Vater heuer schon erledigt, der hat wie mir auf der Agrotechniker waren, die Motorsicht genommen und ein paar Ästler abgeschnitten und der restliche Baum, der jetzt draußen steht, der ist dann geplant als Weihnachtsbaum für die elterliche Wohnung drum. Und dann, ja, ist der auch mal weg. Der war an der Stelle eh zu groß, der wächst dann ans Haus noch und macht eventuell noch was kaputtes, welche muss er so oder so einmal weg. Ja, und dann hat er so noch mal einen Verwendungszweck gehabt. Also das kann ich leider nicht mehr zeigen, aber nein, wohl werden wir mit Sicherheit noch gehen. Es sind schon wieder Käferbaum draußen, die raus müssen, und es ist ein Hackgut, das gemacht werden muss. Also da gibt es auf aller Fälle mal ein Video. Dass jetzt das Video leider mal eine Katze geworden ist, es tut mir leid. Also wie gesagt, ich würde immer gern ein Dreiviertelstunden Video machen, aber wenn weniger los ist, ist weniger los. Ist halt einfach so, und ja, jetzt im Stockfinstern rumrennen, das bringt euch ja auch nichts. Ich bin darauf angesprochen worden, ob ich nicht eventuell auch mal in 4K, wie gesagt, aufnehmen könnt. Würde ich gern machen. Aber eine passende Kamera und einen passenden Computer habe ich ja leider nicht. Dann wäre mit Sicherheit das Bild besser. Eventuell war da mal in eine bessere Kamera investiert, weil meine Kamera, die ich jetzt da aktuell in der Hand halte, die hat ihre Problemchen, sagen wir mal. Ja, da soll schon mal noch ein zweiter her. Ich weiß aber ehrlich gesagt noch nicht was. Und ist ja, wie gesagt, da wieder eine Frage des Geldes, das kostet einen Haufen Geld. Und ja, doch, werden wir schon mal machen. Aber wann ist die Frage? Vielleicht im Jahr, ja, mal gucken.
Ja, moin ist dann, wie gesagt, der Termin, also bei euch jetzt dann heute gewesen, wo die Hanna abgeholt wird. Das ist jetzt alles soweit durch. Equidenpass haben wir noch rausgesucht. Und ja, die kommen wir morgen um 2 und holen sie dann. Und dann geht in der Hinsicht wieder ein Kapitel zu Ende. Ja, ist halt einfach so. Kann man nicht ändern. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Wie gesagt, fair, es ist halt einfach, weil es nicht arbeitsintensiv ist, sondern weil es einfach zeitintensiv ist, würde ich sagen. Die Arbeit stört mich nicht, aber die Zeit. Ich habe schlichtweg einfach nicht die Zeit dafür, mich dann vielleicht jeden Tag noch 2, 2,5 Stunden neu zu stellen und mit ihr was zu machen. Meiner Stellzeit machen ist eine Sache. Ich gehe zu meiner Hühner, ich gehe zu meiner Schweine. Das ist immer eine Sache. Pro Stall, da rechnest du eine viertelhalbe Stunde. Je nachdem, was zu machen ist, dann bist du da fertig. Das ist keine Arbeit nicht. Das macht mir Spaß. Aber wenn ich das alles gemacht habe und das habe ich ja im Pferdestall hinten angehabt, und du sollst dann hinten noch an die Arbeit noch 2 Stunden hängen, wo es dann, weil ich immer mit dem Pferd trainierst, das, wie gesagt, hat einfach nicht funktioniert. Bin ich ehrlich gesagt auch nicht der Typ dafür. Fehlt mir dann auch ein wenig die Geduld. Und die Erfahrung natürlich. Und wie gesagt, sie ist in einem Alter, sie möchte gefordert werden. Ist halt so. Im nächsten Stream werden wir da mal drüber sprechen. Ich denke am Wochenende, vielleicht Samstagabend, dass ich einen mache. Versprechen tue ich es immer noch nicht. Weiß ich nicht. Aber irgend sowas in die Richtung. Na gut. Jetzt mache ich nur mal noch meine Waschschauer. Die war nämlich fertig so. Und dann machen wir auch Feierabend. Oh ja. Dann machen wir Feierabend. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Wie gesagt, tut mir leid, ist halt einfach immer so. Jawohl. Ihr kennt es ja vom letzten Jahr. Lecker, Abendessen. Ich wünsche euch jetzt auf alle Fälle, ups, ein schönes Wochenende. Und ja, man sieht sich wieder. Zwecks Kamera, wie gesagt, das werden wir sehen, wo ich mir da mal anschaffe, keine Ahnung. Also ich bin eigentlich mit der Dreier recht zufrieden gewesen. Videoqualität gibt es natürlich mittlerweile bessere, aber ich bin mir auch nicht sicher, was quasi jetzt als Nachfolgemodell oder zusätzliches Modell für die Hauptfilmerei ganz gut geeignet wäre. Da bin ich mir etwas unschlüssig. Da müssen wir halt mal gucken. Ich wünsche euch jetzt was, ein schönes Wochenende. Bis demnächst. Servus.